Es gibt so eine Grundannahme, dass tatsächlich das Sammeln uns Menschen so im Blut oder auch in der DNA liegt. Hey, ich bin Ralf. Und ich bin Lukas. Und in diesem Podcast nehmen wir euch zu Museen aus ganz Deutschland und darüber hinaus mit. In jeder Folge stellt einer von uns dem anderen und euch natürlich ein Museum vor, das er besucht hat. Also ich nehme dich heute mit ins Ruhrgebiet und zwar in die Stadt, in der Herbert Grönemeyer aufgewachsen ist. Heute geht's ins Peitschenmuseum nach, aufgepasst, Killer. Ich bin vom Beruf Zauberer. Meine Intention ist einfach gewesen, dass ich dann so viele Sachen hatte und gemerkt habe, dass es viele Leute gibt, die sich dafür interessieren. Ich wollte aber nicht so konservative Vorhänge aufhängen, also dachte ich, wir machen etwas anderes. Da müssen Sie aber Abstand halten, da brauche ich. Aber das hört man. Das hört man. Es ist auch eine Erkenntnis, die ich jetzt hatte in der Zeit, in der wir es bitte nicht anfassen machen, dass ja gerade die Menschen, die so ein bisschen verrückt sind und diese Museen machen, dass das einfach meistens total spannende und kommunikative Leute sind. Ja, ich musste jetzt nur lachen, weil du so charmant gesagt hast, die auch ein bisschen verrückt sind. Also es gibt halt eine Wochentagspeitsche und eine Sonntagspeitsche. Und das ist natürlich schon irgendwie aus unserer heutigen Sicht ein bisschen skurril, dass ich meine Sonntagspeitsche mit in die Kirche nehme. Ja, und wenn du Besuch kriegst, dann gibt's für dich die Gästepeitsche. Wenn du in das Museum mal gehen solltest, und das würde ich jedem empfehlen, das ist wirklich total interessant, dann wird man sehr schnell beeindruckt davon sein, was es alles für Möglichkeiten gibt, Mäuse zu fangen oder um die Ecke zu bringen. Und das sind der menschlichen Fantasie wenig Grenzen gesetzt. Was kannst du dir vorstellen, was könnte da abgebaut worden sein? Gold. Nee. Silber. Nee. Kohle. Ich dachte, jetzt kommt eigentlich Bronze. Bronze ist eine Legierung, die kann man nicht abbauen. Ah. Habe ich das gerade richtig verstanden? Es gab Seevögel in einer Robbe eingenäht. Ja. Es stellt sich die Frage, wie man Essen nicht kombinieren kann. Der Podcast für alle, die wissen möchten, was die Museumslandschaft Deutschland bietet, für alle Kulturinteressierten und für diejenigen, die immer auf der Suche nach Fun Facts sind. Bitte nicht anfassen. Museum mal anders. Ein Podcast von Escucha. Ich würde jetzt gar nicht mehr groß Tschüss sagen, ist das Punkt. Ach so. Podcast. Punkt Podcast, so, ciao.